Hallo, willkommen bei einer neuen Videoreihe von The Darkest Dungeon. Ich lasse mal das Intro laufen und dann erzähle ich gleich mehr dazu. Has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor. Fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long buried secrets. Exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous clutching shadows of the darkest dungeon. Herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe nochmal. Also, The Darkest Dungeon hatte ich vor Jahren mal gespielt. Muss glaube ich mal Musik. Und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal wieder. Besonders ist jetzt bald Ferienzeit, da hat man meist haben auch viele ein bisschen mehr Zeit zum Gucken. Das kann man nebenbei mal ein bisschen spielen. Momentan läuft ja noch die Kampagne gegen Darok beim Static Command. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr vielleicht noch mehr oder sich mal eben anders herausfordern soll. Ich überlege, ob ich auch mal gegen Dudman noch mal spielen soll. Aber wie gesagt, hier The Darkest Dungeon. Und wir schalten mal rein. Mal gucken, wie ich mich jetzt so schlage. Ich habe ein Add-on, also es gab offiziell die Musketerin quasi ist dabei. So, wir spielen auf Normal. Schwierigkeitsgrad dunkelste Stunde nenne ich das mal. Damit wir das wiederfinden. Und dann starten wir einfach mal in dem normalen Spiel. Ihr werdet mich leiden sehen. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. So, da geht's auch schon los. Also es gibt ja schon den zweiten Teil, den habe ich leider nicht, das momentan bei Steam Angebot. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ich wer es eher sehen wollt. Den habe ich auch noch nicht gespielt. Wie gesagt, den ersten, den fand ich ganz gut und für zwischendurch mal ist das wirklich mal ganz lustig. So.
komplett noch. So, ganz am Anfang. Es geht halt hier darum, meine, das, wenn das Spiel noch nicht bekannt ist, du hast halt Helden. Die versuchen sich halt, ja, durch den Dungeon zu kämpfen, aber es ist oft so, dass auch Helden sterben. Wenn Helden sterben, sind sie permanent tot. Man kann sie nicht wiederbeleben. Und sie bekommen in jedem Dungeon auch eher negative Fähigkeiten. Und das ist halt irgendwann echt schwierig. So, man kann jetzt immer so zu den Räumen gehen, hat ja Zwischenräumen. Manchmal manches gibt halt so Fähigkeiten, da kannst du halt sehen schon mal, was dich erwartet in den Räumen. Und es ist halt sehr, sehr viele verschiedene Helden. Ja. Es gibt halt sehr viele verschiedene Helden und die unterstützen sich gegenseitig ein bisschen. Und manche Helden können halt mit anderen Helden nicht arbeiten, dann kriegen die wieder Stress und dann kriegen die wieder schlechte Fähigkeiten und dann, ja, das ist halt eine große Sache. Zum Beispiel hier, mein Krieger, das ist halt mein Kreuzfahrer. Er hat halt plus 10 Schaden für bei über 75 Licht, das ist hier oben. Bei viel Licht kriege ich halt gute Sachen dazu, bei wenig Licht kriege ich schlechte Sachen dazu. So, dann hat er, er will dem Gott nur beten, um Stress zu verringern und neigt dazu, Gegenstände zu stehlen. So, er hat dann bestimmte Fähigkeiten, die er haben kann, und Lagerfeuerfähigkeiten, Widerstände und Waffen. So, ja, mein Trickser, Wegelagerer, jedes Mal werden die neu ausgewürfelt. Widerstand gegen Betäuben und plus 2 Geschicklichkeit und ist bekannter Betrüger. Er darf halt beim Glücksspiel nicht teilnehmen, aber das ist nicht so weiter schlimm. So, jetzt hier unten sieht man, laufe ich. Da ist halt ein Kampf. So, bei Kämpfen ist es halt wirklich gut, wenn man Feinde schnell tötet. Ja, das klingt jetzt doof, aber man kann die auch betäuben oder sonst was. Umso schneller man Feinde quasi ausschaltet, umso weniger Stress bekommt man. So, wir bekommen ein bisschen Geld von ihm. Geld ist ganz wichtige Ressource. Das jetzt hat er ein bisschen Angst bekommen. Und dann kriegt er halt auch dadurch negative Fähigkeiten. So, man kann hier mit Objekten interagieren. Das heißt, hier könnte ich jetzt Sachen reintun. Das ist ein altes Zelt. Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Muss ich mich auch nochmal für Geld reinlegen? Nee. Da kann man halt Gegenstände von plündern. Ich krieg hier Zitrinen. Ist Gold wert. Und dann geht's schon zum nächsten Raum. So. Er kann halt nur auf den ersten schlagen mit dieser Fähigkeit. Er hat einen Pistolenschuss, da kann er auf den zweiten mitschlagen. Er macht... Wie viel Schaden macht er denn? Weiß ich gar nicht, aber... Ich versuche ihn mal... Ah, sehr gut. Eine Stärkung bekommen und er... hackt mal auf ihn ein. So. Er kann Adalas. Zuck. Da kriegt er einen Bluteneffekt, kriegt 2 Schaden pro Runde. Autsch. Hey. Schlag mich nicht. So, betäubender Schlag. Bollwerk des Glaubens und da kann ich ihn betäuben mit. Bringt gar nicht viel. Ich strecke ihn nieder. Und kann nochmals schlagen, wenn ich so schnell bin, und nochmal Adalas. Und damit ist er tot. So, wir kriegen Saphir. Viel Gold wert. Die nehme ich mal. Jetzt kann ich meine Quest abschließen, das heißt, es geht ins Dorf. Ich möchte aber noch die Kiste plündern. Ah, ist gesichert. Autsch. So. Wie viel Stress hat er? Kann man das irgendwo sehen? Ja, eigentlich schon. Ach ja, hier. Geht noch. Also
bei 7, bei 200 kriegt er den nächsten Stresslevel und dann gibt es wieder negative Fähigkeiten. So, ich habe Questbelohnung 5000 Gold bekommen, plus nochmal 1800 von den Schätzen. Die kriegen Erfahrungspunkte. Hier ist es, man kriegt nicht Erfahrungspunkte durch getötete, plus 10% Schwester, getötete Gegner, sondern nur für Abschließen von Quests. Das heißt, die Leute steigen halt, du musst halt nicht irgendwelche Leute töten, sondern du musst halt deine Auftrag abschließen. So. So, wir sind. These corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Wir sind jetzt in Woche 1, das heißt, wir sind jetzt in unserem, ja, in unserem Dorf angekommen, wo wir quasi was machen. Schließ davor, schreibst du durch die Ruinen ab, okay. Besiegt einen Nekromantenlehrling, lautet Propheten, besiegelt einen Nekromanten, also es sind noch viele Quests, die wir haben. So, das ist unser Dorf quasi. Alles noch kaputt, komplett. Wie man sieht, muss man erstmal ein paar Quests abschließen, um hier überhaupt die Sachen aufzubauen. Bis auf die Kutsche können wir quasi alles machen. Also wir haben jetzt hier, fangen wir links an mit der Kutsche. Kutsche ist die Quelle deiner Helden. Da kann man sich quasi Helden besorgen. Man kann die Sachen auch upgraden, die einzelnen Sachen, hier zum Beispiel Kutsche. Da kann ich das Kutschennetzwerk vorbei upgraden, das heißt, ich kann nächste Runde mehr Helden kaufen. Kaufe ich auch gleich mal ein Stück. Mehr kann ich nicht, weil ich mir jetzt auch Ressourcen fehlen, aber nächste Runde habe ich 3 Helden zur Auswahl, die mir gehören. Helden kosten nichts, die werden immer kostenlos angeliefert, deswegen sind Helden, naja, wenn die mal sterben, nicht so schlimm. So. Ja, ich kann jetzt aufbrechen. Ich wollte es aber mal zeigen. So, dieser Baum, da kann ich mir die letzten Videos angucken. Hier, man sieht, ich habe noch viele Videos vor mir. Und da kann man sich halt die letzten Videos mal angucken, wenn man sie übersprungen hat oder was auch immer. Wir haben einen Friedhof. Da kommen die Toten hin. Die Kräuterhexe, da kann man sich Trinkets kaufen, also Gegenstände. Schmied kann halt Ausrüstung verbessern. Die Gilde kann, meine ich, die Helden verbessern. Das war lange her. Kloster kannst du negative Effekte von deinen Leuten runterholen. Santarium kannst du vielleicht negative Sachen holen und da können die beten. Das heißt, die können da auch irgendwelche Sachen machen. Muss ich mal nachgucken. Aber. Und in der Taverne können die was trinken, das heißt, kriegen auch negative Effekte weniger. So. Ich würde sagen, wir brechen mal ins erste Abenteuer auf. Und versuchen mal ein paar Gegenstände, Sachen zu holen. So. Ich habe eine neue dazugekommen. Eine Heilerin. Sie kann, was kann sie denn? Das sind auch jedes Mal andere Sachen. Also wir haben jetzt hier diese 8 Fähigkeiten. Und davon bekommen die 4. Man kann sich die Fähigkeiten auch dann kaufen. Ich glaube, in der Gilde. Bin mir jetzt aber nicht sicher, wo. Aber die anderen Sachen, die kommen immer random quasi, haben die irgendwelche Fähigkeiten. Manche sind besser, manche sind schlechter. Und ich verlinke mal ein Video drin, wo man sich da ein bisschen die Guides von den einzelnen Leuten angucken kann. Da muss ich jetzt nicht immer alles machen. So, ein Richtspruch, das heißt, Angriffszauber ist das. Göttliche Gnade ist ein Heilzauber, 4-5 Heilung. Das ist eine Gruppenheilung und eine Erleuchtung, da kriegst du nochmal Fertigkeiten dazu. Sie kann, ist ausgeglichen, sie ist Widerstand gegen Bewegen, also quasi, wenn gibt Fähigkeiten vom Gegner, dass du die Gruppe quasi durcheinander gewürfelt wird, dann kann sie mal vorne stehen und sowas. Und sie kriegt 15 Schaden in Ruinen und sie hat höheren Stress in Meereshöhlen, okay? So, er ist so ein, er kann Gifte werfen, Giftkugeln werfen, er vergiftet Leute und kann hier auch Leute ermutigen, das ist gut. So, 5 Chance auf Tugend und 10% Stressheilung, das ist gut. Und besessen von Selbstverwehung, okay. So, dann kommst du mit
kommst nach hinten. Das ist die Reihenfolge der Leute. Also ich habe jetzt den Paladin nach vorne, weil der ist halt der, der meisten aushält. Danach kommt der Schurke. Oder wie heißt der? Wegelagerer. Dann die Heilerin und dann den Giftmenschen. So, ich krieg für das kriege ich 3000 Goldmünzen, 4 Wappen und Anhänger der Betäubung. So, dann geht es hierhin. Hol ich noch ein bisschen Gepäck dazu. Das heißt, hier nehme ich Sachen mit. Mein Inventar, mehr Inventarflächen gibt es nicht. Das heißt, wenn ich mehr finde, als ich Inventarsachen habe, muss ich irgendwas liegen lassen. Aber ich sollte auch was mitnehmen, weil zum Beispiel, wenn ich da eine Schaufel brauche, ich um Sachen wegzumachen. Ein Gegengift ist meistens nicht schlecht, um Sachen. So, dann nimmst du ein bisschen Weihwasser mit, ein paar Bandagen. Ganz wichtig, Fackeln. Die machen den Lichtradius. Machen wir ein paar Heilkräuter. Ein paar Schlüssel, falls wir was brauchen. Und ganz wichtig, Nahrung. Nahrung, ab und zu haben die Leute Hunger. Dann brauchen die halt Nahrung, dann wollen die was essen. Ansonsten kriegen die Debuffs. Oder man kann auch rasten. So. Tinktur. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann gehe ich damit los. Das heißt, jetzt habe ich schon mal Hälfte des Inventars voll mit Gegenständen, die ich brauche. Habe dann nur noch Platz für 8 Sachen selber. Aber wir gucken uns das an, was wir so finden. Ich weiß ja nicht, was wir finden. Wie der Dungeon aufgebaut ist, auch jedes Mal ein bisschen random. So, dann wollen wir mal starten. Wir laufen mal los. Wir sind hier und gehen jetzt einfach mal in den nächsten Raum. So, Zeit weiterzuziehen. Ich kann jederzeit den auch abbrechen. Einen ungenutzten Fackel, das ist gut. Hier oben ist mein Licht, ist auf 82. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. So, da sind ein paar Skelette. Sie sind überrascht, weil ich sehr viel Licht habe. So. Der ist tot. Da gibt es so Leichen, die am Boden liegen. Die versperren halt noch den Weg. Weil wenn man hier 2 Leichen hat und der kann nur die ersten 2 Felder angreifen, kann er nur die Leichen angreifen und nicht den Gegner dahinter. So. Eine unverschlossene Truhe. Die öffnen wir mal. Und wir haben eine Schaufel. Und ein bisschen... So, gehen wir mal in den nächsten Raum. Wie gesagt, der Dungeon ist noch relativ klein. Das heißt, wir haben hier 8 Felder. Wir können gleich immer da und da lang gehen. Wir müssen uns überlegen, wo wir lang gehen. Wir können auch dann wieder zurückgehen und schauen. So, hier brauchen wir eine Schaufel, um das wegzuräumen. Hey, ich habe doch die Schaufel benutzt. Warum fand ihr das doof? Ach ja, weil es euch zu dunkel ist. So, das ist gar nicht gut. Du kriegst mal ein Gift. Schieß mal mit der Pistole auf ihn. Gut. Du hackst sie mal nieder. Ach Mist.
Moment. Dann müsste er eigentlich danach tot sein, wenn er jetzt dran ist. Ausgewichen, das ist gut. Erleuchtung auf ihn. Jetzt rutscht er nach vorne. Ja, jetzt töte ich ihn noch und dann war's das. So. Das geht weiter. So, wenn man jetzt mal guckt. Die haben alle schon ein bisschen Stress. Das heißt 25, 40, 37, aber hält sie noch in Grenzen. Und wenn mal ein Held stirbt, dann ist das halt so. So. Wir wollen jetzt nach... Gehen wir noch geradeaus. So, wir gehen mal hin. Zünden nochmal eine Fackel an. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. So. Ja, toll. Hat sie jetzt für sich selber genommen. Ja, das sind so die negativen Effekte, wenn ihr einfach mal was klaut. Mist, jetzt habe ich die vergessen zu tauschen. So. Was vergiftet. Du machst mal eine Gruppenheilung. Du schießt mal mit der Pistole auf ihn. Du hackst mal auf ihn ein. Mit ein bisschen Glück ist er nächste Runde dann tot. Ah, schade. Autsch. Hey. So, bandagieren könnte ich mich jetzt, um die Blutung zu stoppen. So, jetzt rutschen alle ein Stück nach vorne, das ist gut. Ein Pistolenschuss. Er weg. Du wirst mal geheilt. Ja, der Anfang ist noch relativ einfach. Die nächsten Dungeons werden dann umso schwerer. Das ist alles so ein bisschen zum Klären. So, ich habe das gefunden, das ist gut. So, Truhe mit Erbstücken. Wenn ich dann so Aktionen, so Schlüssel benutze oder irgendwelche Sachen nehme, gibt es viel mehr Loot in den Kisten. Zum Beispiel gibt es jetzt 4 Wappen und nochmal 500 Goldstücke und Jade und. So, jetzt habe ich... Muss ich was rausschmeißen? Tja, fragt sich nur was. Anhänger des Glücks. So, den kriegst du mal. Jetzt kann ich den nehmen. So, und dann geht es du. Da möchte ich jetzt mal genau die Gruppe wieder in die normale Reihenfolge setzen und es geht weiter. Da ist eine Falle. Da ist eine Kuriosität. Das ist auch eine Falle. Raumkampf mit Kuriosität. Dann gehe ich mal und versuche mal die Falle zu finden. Ja. Mach die Fackel an. So. Da ist die Falle. Entschärft. Der kriegt ein bisschen Bonus. So, wir müssen den Raum nicht machen, das heißt, wir gehen da weiter, weil das ist eine Kuriosität. Und der klaut sich mal wieder meinen Rucksack. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home.
So, die haben Hunger, deswegen brauche ich jetzt Lebensmittel. Das heißt, sie kriegen zwar ein bisschen was zu essen, aber wenn ich das nicht tue, dann haben die ein gewaltiges Problem. So, geht's in den letzten Raum. Der Typ, das stört mich ein bisschen, dass er alles klaut. Das ist Kleptomanie. So. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Ja, fast schon ein bisschen wenig Fackeln. Aber wir sind jetzt auch im letzten Kampf. Das Schlimme, die behalten ihre ganzen negativen Sachen. Das heißt, es wird nicht einfacher. So, Seuchengranate auf die letzten drei. Das heißt, sie haben beide vergiftet. Pistolenschuss. Auf ihn. Eine Massenheilung. Drei Schaden geht noch. Aber es betäubt. Das ist schlecht. Solchen Granate kannst du nicht. Das Ziel, ich kann das. Oder ein Giftschlag auf ihn. Na, kriege ich ihn tot? Wahrscheinlich nicht. So. Machen wir mal auf alle. Gruppenheilung. 2 ist gut. 1 bis 3 kann ich heilen. Jeder hat 2 bekommen. Das ist okay. So. Und nächste Runde ist er ausgewichen, das ist gut. Giftschlag auf ihn. Jede Runde 5 Schaden. Das heißt, er hat 4 Lebenspunkte, müsste dann eigentlich. Autsch. Dann, wenn er dran ist, sterben. So. Ich kann nicht mehr tragen, aber die Sachen sind wirklich wichtig. So, bleibe ich nochmal kurz hier. Den Schlüssel tue ich hier rein. Nehme die Sachen mit. Und jetzt schließe ich das Quest ab. Und beende damit das Video. Dann schauen wir nochmal, was wir bekommen haben. Deswegen ist es immer ganz wichtig, so Dinge mitzunehmen in den Dungeons, um dann halt noch mehr da rauszubekommen. Ich glaube, wenn ich jetzt die Schlüssel nicht hätte, würde ich nicht so viel Wappen bekommen. Und damit kann man jetzt seine Gebäude aufrüsten. Hier war relativ viel Gold. Das mal 3500 Gold ist schon gar nicht so wenig. Einen schönen Anhänger bekommen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten. So, die haben jetzt alle ein paar. Oh, der hat einen schlechten bekommen, der was Gutes. Chance erkunden von Ruinen. Crit bei Lebenspunkten unter 50%, das ist gut. Schlechter Spieler erhöht die Chance, Geldspielen zu verlieren. Ich glaube, er darf eh nicht.
und er hat einfach ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Gehen wir zurück ins Dorf. Dann schauen wir mal. So. You will know the tragic negative Ticks. Of my so. Dann nochmal vielen Dank und schaltet bei der nächsten Runde ein und dann schauen wir mal weiter, was dann passiert. Tschüss!